Guten Tag, hier spricht euer Peter Games. So Leute, jetzt werden wir noch die nächste Missprüfung machen, um noch die zweite Halbzone zu kriegen, Leute. Möchtest du es nochmal probieren? Ja, ich möchte die Sprengdrahtprüfung machen. Erledige mit dem Sprengdraht und der Kaljar-Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Okay. Okay, auf geht's. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Okay, das hat gereicht. Okay, Leute, zwei haben wir schon mal gepackt. Okay, zwei haben wir jetzt noch. Viel später. Oh nee. So, ja, jetzt haben wir ein Arschproblem, Leute. Mitten ins Ziel. Oh Mann, das ist so.
So hin müssen die kommen. Und zwei brauchen wir jetzt noch. Oh Mann. Oh Mann, das ist wahr. Hab ich dich. Boah, das war Glück. Könnt die Anna abmachen, guck mal. Die suchen mich. Könnt mal. Könnt man mal versuchen, Leute. Versuch ist es ja mal wert, Leute. Und wenn es nicht schafft, können wir es wieder abbrechen oder so, den ich sage, Leute. Das wäre geschafft. Würde ich sagen, Leute. Das könnte man ja dann so einfach. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Okay, dann versuchen wir mal die Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Okay. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Okay, nur drei Maschinen mit Opto. Erwischt. So Leute, hämmert Alter, 42 Sekunden für die Mission gemacht. Alter Schwede, Respekt, ey Leute. Respekt, ey Leute, das war jetzt ein richtig gute Quest. Junge, aber das Wetter war halt richtig eklig. Nur ein Nachteil, wenn wir haben jetzt kaum noch sozusagen Metallscherben leider mehr. Die müssen wir wieder farmen, Leute. Aber macht ja nichts. So, jetzt tun wir hier mal schön wieder die abgeben. Wie hast du beim ersten Mal eine Glutsonne? Du bist echt gut, selbst für eine Nora.
Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück in Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. Aber zur Zeit nicht, Leute, nein. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. So, Leute, Alter. Die Quest haben wir jetzt. Alter Schwede, dürfen wir für die Loge arbeiten. Aber ich habe jetzt nur eins gesagt. Wir können jetzt so morgen ein bisschen mal upgraden, um ein bisschen die ganze Sache. Und können gleich mal ein bisschen was gucken, ob man was upgraden können. Zwei Bälle. Man hat nur was, können wir Schlag von oben, naja, kosten, voilà. Das wäre jetzt am besten, dass man noch schwerer sichtbar sehen, Leute. So, die Hauptquests haben wir. Aber Leute, ich würde sagen, wir gucken mal, was in den, auf der Karte weitergeht. Wir könnten hier hin. Oh, da. Da haben wir ja sozusagen, haben wir ja die zwei Energiezellen. Die könnte man mal gucken, was das für eine, was das ist. Können wir ja mal uns anschauen, Leute, für was man die braucht. Bei diesem Sturm kann man überhaupt nichts mehr hören. Aber es war hier in der Nähe, war hier noch eine Quest irgendwo. Aber wo die Quest nochmal war, muss ich nochmal gucken. Weil irgendwo hier war noch ein Ausrufezeichen mal. Weil hier irgendwo war noch eine Quest. Ah, hier haben wir. Ah, da hab ich ja. Da ist er ja. Aber jetzt tun wir uns erstmal wieder ein bisschen Sache farmen. Und gucke, was das für ein Typ da drüben ist. Und dann können wir mal da das Teil darüber uns mal angucken. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht dieser Mann. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Das könnte man mal achtmal versuchen. Wo kommt das her? Ah, ist ein Langhals. Okay. Okay, ist ein Langhals. Die könnte man jetzt eigentlich dann auch machen. Aber erst red mal mit diesem. Oh, da ist noch was. Red mir erstmal mit Neil. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Wahl sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Okay, die Banditenquest.
Aber Leute, ich denke, die werden mal vielleicht ein bisschen warten. Weil wir müssen ja hier noch hin, dann durch ist ja noch was. Ein Banditenlader, durch ist ja noch was. Hier ist was, hier ist was. Und wir müssen ja auch noch ins Lager rüber. Ich habe 3 Sonnen. Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das wird. Und natürlich immer ein bisschen Leute eliminieren, Leute. Weil wir brauchen ja, wie gesagt, Leute, Scherben. Oh. Was wohl da unten ist? Das bin ich jetzt auch gespannt, Leute. Was das für eine Quest wird. Ein Bunker, okay. Das ist keine Höhle. Das ist eine Ruine. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Ja, da bin ich jetzt auch mal. Kommt man gut durch? Nein, da kommt man nicht durch. Okay. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Okay, und das sind, Leute, die 2, die man braucht. Aber das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Und wir haben ja die 2 Energiezellen. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. Die 2. Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Okay, 12 Uhr ist Nummer 1. Passt. Dann 15 Uhr. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber. Dann wie das 18 Uhr nach unten. Sieht aus, als hätte jeder Schalter 4 unterschiedliche Positionen. Vielleicht, wenn ich jeden Schalter in die richtige Position bringe. Dann 21 Uhr. Geschafft. Dann schaue ich mal nach der Tür. Gehen wir mal wieder eine Tür weiter. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Wie gesagt, Leute, immer eine kleine Pause und nachlesen. Okay, oh, meine, wow, das ist der, ein Test von diesem Gerät oder von der Waffe oder so, Leute.
Okay, wow, das wird schwer, könnte ich mir vorstellen, Leute. Das Ding zu kriegen. Aber ich denke, wir haben ja die andere gefunden und wird bestimmt die andere auch lösbar sein. Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es gehen. Okay, Leute. Diese Zahlen, die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Okay, das heißt, Leute, wir müssen noch 3 Energiezellen finden. Und dann können wir diese Rüstung holen. Alter Schwede, das wäre ja wohl was. So bin ich jetzt mal gespannt, Leute, was du... Wo wir die ganzen Energiezellen noch holen müssen. Weil die sind bestimmt irgendwo in der... Auf ganzen Welt verteilt, Leute. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder gemütlich hier raus, Leute. So, wieder ein bisschen Material wieder farmen. Und dann schauen wir mal. Aber ich... Das ist Banditenlager. Ah, der Langhals. Ich würde sagen, wir gucken mal zum Langhals. Und der geht darüber. Okay. Und wenn wir natürlich Tiere wieder, Maschinen sehen, Leute, werden wir sie wieder eliminieren. So ein bisschen. Das hält sich. Und ein neuen Händler immer hier auch. Schauen wir uns mal gleich noch an, was der zum Verkaufen hat. Ah, Schleuderstolper auf Kriegsbogen. Aller Schattenschleuder. Das war nicht schlecht. Outfit-mäßig. Gucken wir mal auch mal. Okay, das ist heftig. Okay. So, Schatzkarte tun wir natürlich auch wieder kaufen, immer wieder. So, Leute, dann speichern wir mal wieder schön gemütlich. Und bei der schönen Wärme von einem Lagerfeuer wird heute euer Peter Gaming wieder sagen: Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.